Moin, seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir sind momentan gerade dabei, den letzten Schrein hier im Schloss irgendwie zu finden. Und soweit ich das jetzt leider gelesen habe, ist der im Schloss. Also wir gucken jetzt nochmal, wenn wir nämlich jetzt hier runter... Ja, guck mal, das ist doch schön, da werden wir zumindest einen Grog finden. Ba, ba, ba. Du hast mich entdeckt! Leider aber nicht den von uns eigentlich gesuchten Schrein. Laut Map ist der irgendwo hier. Das Coole ist, die Map meint aber das Innere des Schlosses. Bedeutet, wir müssen in das Schloss wieder hinein. Und dann ist der irgendwo. Na, das wird jetzt aber eklig. Ja, schaffe ich das noch bis nach oben, ohne zu sterben? Oh, knapp, ne? Aber hat gerade so gereicht. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht kann man hier irgendwo rein. Hier bei diesem Steingedödelei gedönst. Aber sieht nicht so aus. Oh je, aber hier geht's doch irgendwo rein. Vielleicht ist er hier drinne. Lass uns mal gucken, wo wir jetzt hier wieder sind. Das könnte auch wieder die Bibliothek sein. Wo sind wir hier? Das ist wieder die Bibliothek. Jetzt müssen wir mal gucken. Da geht's seitlich runter und ich glaube, das seitlich da runter, das wird es wohl sein. Hoffe ich. Wie komme ich denn da seitlich runter? Irgendwo da unten geht das runter. Aber wo? Das sieht aus wie eine Tür. Ist es aber nicht. Nee, wir sind schon dran vorbei. Oh, diese Map ist fürchterlich. Ohne Spaß. Also für mich sieht das so aus, als wäre das hier, aber hier ist es nicht. Kann natürlich auch die Ebene da oben sein, dass es da irgendwo runter geht. I don't know. Hm, jetzt geht's los. Wo, wie kommen wir denn am besten hin? Also bla 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 bla. In order to make the shrine appear, you need to light the largest beacon in the area first. You have to head inside the castle to reach this shrine. The fastest way is using the northwest entrance to reach the docks. Once you climb up to the stone area with all the docks. Wo sind denn die Docks? Wir müssen die Docks finden. Wir gehen hier nochmal wieder raus, holen uns die große Schlosskarte und versuchen die Docks zu finden. Vielleicht waren wir doch gar nicht so falsch. Let's take a look. Die Docks. Ich habe noch gar keine Docks gesehen. Muss ja irgendwo im Wasser sein, ne? Heia, ihr werdet gedacht, dass das nochmal so kompliziert würde. Ich dachte, der hängt da irgendwo draußen einfach rum. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist die große Map. Wo könnte denn hier sowas wie die Docks sein? Hm. Also da ist der Wasserfall. Da ist der Wasserfall und da unten geht's auch rein. Wasserfall, Wasserfall, ja, wir müssen da unten, glaube ich, rein. Bedeutet, wir gehen jetzt einmal hier unten rum, runter, runter und dann ist unten ein Eingang. Also, hier rum. Hier runter. Dann gleich noch ein weiter runter. Wir können im Grunde nichts kaputt machen, weil wir sowieso ja unseren Sicherheitscheck-Speicherpunkt gesetzt haben. Insofern alles entspannt. Was haben wir denn hier? Oh, ein Kistchen. Was ist denn drin in der Kiste? Was ist denn drin in der Kiste? Sag es mir. Noch eine Schuppe. Ja, eine Schuppe nach der anderen hier, du, ne? Ich weiß nicht, irgendwie scheinen die da drauf gestanden zu haben auf den Drachen. So, wo bin ich jetzt? Wir nähern uns. Weiter einfach drum rumlatschen und dann kommt da gleich irgendwas Docksartiges. Das sieht für mich alles nicht wie die Docks aus. Aber mal gucken. Vielleicht wird das ja noch dockiger. Oh, scheiße. Warte, warte, warte. Die sterben. Aber man schafft das gerade so, ey. Wenn du die direkt zerknallst, gerade so. Okay, jetzt dead. Okay, ich habe hier irgendeine Höhle gefunden, aber es ist nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Ist auch nicht schlecht. Gucken können wir trotzdem mal.
Scheint irgendeine Mine zu sein. Vielleicht ist es eine Leuchtsteinmine. Oststollen, okay. Boah, auch da muss man mal gucken, ne? Die habe ich jetzt zwar nicht mehr gerechnet, aber auch so ein Stollen muss mal entdeckt werden. Bombenpfeile. Wartet, ihr kleinen Homunkuli. Ich habe hier noch was für euch. Oh, warte, wieder das falsche Ding. Wo ist mein Masterschwert? Da, so, wieder ein anderes Schild und gib ihm. Nein, nicht kaputt hauen. Ich brauche den ganzen Kram. Das ist alles wichtig für uns. Ja, da kaufen wir uns doch jetzt mal im Oststollen um, ne? Was soll's. Boah, jetzt muss ich jedes Mal bis ans Ende, wieder nach vorne, Ende, nach vorne. Wie gesagt, da hätten die echt so ein Shortcut-Menü machen sollen. Einen gedrückt halten und dann mit den, entweder mit dem Joystick oder so, dann eben Schnellauswahl. Vier Stück, vier Waffen Schnellauswahl, vier Klamottensets als Schnellauswahl und vier Bögen als Schnellauswahl und schon wäre es doch cool. Das Rumgeeiere ist dann doch ein bisschen anstrengend. Was haben wir denn hier? Ja, was ist das denn? Könnte das etwas Verdächtiges sein? Finden wir es raus. Man muss halt auch mal seine Pfeile aufbrauchen, ne? Okay, das sah bis jetzt noch nicht so verdächtig aus, muss ich gestehen. Sieht immer noch nicht verdächtig aus. Hm. Lassen wir das lieber. Nee, das ist auch nicht verdächtig. Es war einfach nur Verarsche. Na gut, auch das muss mal sein. Kann ich hier kochen? Ne, war kein Feuer. Oh, jetzt gibt's hier den wertvollen Shit, Alter. Ne, ist natürlich klar, dass unter dem Schloss dann auch gleich so eine dicke, fette Mine sein muss. Mit ordentlich schönem Zeug. Frage ist nur, wo kommen wir gleich wieder raus, ne? Und warum drücke ich immer den falschen Knopf? So viele Fragen. Hier sehen wir auf jeden Fall Fackeln. Diesmal habe ich den richtigen Knopf gedrückt. Nichts drin, ne? Das ist ja bedauerlich. Hier ist nur Skelettgerödelei. Und hier endet der Stollen auch schon. Wo geht's denn dann hin? Da oben geht's auf jeden Fall weiter. Oh oh. Ja, nix, Alter. Oh, scheiße. Hat nicht geklappt. Erstmal die Kleinen kaputt machen. Au. Warte doch mal, Junge. Ich muss mich doch erstmal entspannen. Hier sind so ein Bombenpfeil. Kann ich damit deinen anderen Arm kaputt hauen? Ja, wunderbar. Au. Okay, oder auch nicht. Scheiße. Und los geht's. Bam! Los! Oh. Oh, sich so einfach zu treffen, ne? Weil er wieder seinen komischen Pinöppel da am Arsch hat. Komm her, du kleines Biest. Kaputt. Au! Ah! Ja, scheiße. Ja, warte. Warum schleichst du jetzt? Du sollst nicht schleichen. Der Dick doch einfach nur. Einfach seinen Arsch klümpeln treffen. Oh, werf mal weg. Dann wirfst du den anderen auch noch weg. Komm, ja, genau, wirf den auch noch. Oh, scheiße, nicht so weit. Warte, ich muss deinen Arschpinöpel treffen. Oh, das klappt ja nicht. Au, doch, hat geklappt. Ich habe deinen Arschpinöpel getroffen. Au. Warte, hoch da. Genau so muss das aussehen. Fast. Kann ich dich eigentlich auch einfrieren, Digga? Jetzt ohne Spaß. Aber nicht lang genug, ne? Nicht lang genug. Wirf doch den einen Arm noch weg. Komm. So, warte. Bam. Und auf deine Beine. Oh. Habe ich mich selber verletzt.
Oh, auch das passiert mal, ne? So, wenn ich jetzt beeile. Geht da ein bisschen was, okay. Au! So, weiter geht's. Jetzt lassen wir erstmal wieder seine Arme verschleudern. So, schleudern mal den einen Arm weg. Den anderen schieße ich die kaputt. Und auf dein. Auf dein Arsch. Auf dein Arsch. Ah, fast kaputt. Fast kaputt, der Entdecke. Und Arsch. Puh, siehste. Dann essen wir doch mal wieder was. Um uns eben kurz zu erholen. Hier, erstmal den normalen Scheiß. Essen, essen, essen. Drei Krabben. Noch mehr normales Food. Das kein Mensch braucht. Nee. Aber mir gehen auch die Spezialgerichte langsam aus. Okay. So viel wertvolles Zeug. Erst looten. Und dann nach oben hin durchstarten. Mal sehen, wo es jetzt hingeht. Okay, mal schauen, wo wir jetzt sind. Wir haben auf jeden Fall wieder Gubbel gefunden, den wir kaputt machen können. Das ist doch nett. Führt das jetzt ins Schloss? Frage? Frage? Bibliothek. Ah. Okay, hat uns aber leider noch nicht zu den Docks geführt. Das muss ich leider jetzt mal so zugeben. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Docks. Wenn ich jetzt auf dem... Wo sind denn die Docks? Northwest entrance to reach the docks. Once you climb up to the stone area... Ich muss mal eben auf die Map gucken, auf die große Map. Wo sind denn die Docks? Hyrule Castle Mode. Look up, Hyrule Castle Mode, the Docks. Wir sind eigentlich nah dran gewesen. Also ich zeige euch jetzt mal, wo die sind. Wir gehen erst nochmal wieder raus aus der Bibliothek. Dann gehen wir nochmal zu den Docks. Also eigentlich waren wir schon da. Eigentlich waren wir schon da. Aber gut, jetzt haben wir auch die Mine mal gefunden. Auch das muss man mal machen. War doch ganz nett. Sogar noch einen kleinen Gegner besiegt. So ganz klein. Nicht nervigen. Entspannten. So, wo geht das hier raus? Da geht das raus. Gut, einmal nach oben. Hoch hinaus, hoch hinaus. Und dann gucken wir erstmal wieder raus. So, und zwar sind die Docks. Wenn wir jetzt nochmal wieder die Map aufmachen. So, wo ist der Wasserfall? Wo ist der Wasserfall? Da ist der Wasserfall. Oh, das ist aber echt kacke, Mann. Die Docks. Wo sind die Docks? Gibt es noch mehr Wasserfälle? Nee. Lass mich mal gucken. Also, das muss man jetzt erstmal irgendwie verstehen. Da ist auch so eine Mauer unten. Das ist die Mauer mit dem Turm. Dann kommt der Wasserfall. Da ist er. Und davor noch kommt dieses runde Teil. Da, das sind die Docks. Und wo soll man da reinkommen ins Schloss? Ganz da unten ist Wasser. Also wir gucken mal, da unten ist ein Eingang, vielleicht ist es der und hier sind die Docks. Das heißt, da wo ich jetzt gerade bin, ich muss nur nach unten. Ich muss stumpf von hier, wo ich jetzt gerade bin, nur nach unten. Das sind die Docks. Das hier. Das sind tatsächlich den Docks. Feuerpfeil, okay. Das ist ein bisschen weit runtergefallen. So, geht's hier denn irgendwo rein? Nö. Das ist ja schon mal gut. Also es gibt hier zumindest jetzt nicht so direkt irgendwie einen Eingang. Oh, scheiße. Fliegendes Kackding. Dann lass uns nochmal auf die Map gucken. Also von unserem aktuellen Standort aus. Gibt es eigentlich nur da unten. Das war da, wo wir gerade rein sind. Und dann hier unten beim Wasser gibt es einen Eingang. Und wahrscheinlich müssen wir den Wassereingang nehmen. Bedeutet, wir müssen in diese Richtung. Und dann mal da hinten runter und gucken, wo uns das hinführt. Boah, machen wir das, ne? Zack, was ist hier los? Noch ein Kistchen. Kistchen sind doch immer nett.
Solange wir noch Heil-Items haben, ist alles cool. Und wenn es zu schlimm wird, verpissen wir uns einfach wieder. Oh, kacke. Da scheint der nächste Stollen zu sein. Und hier geht's in die Docks. Wuhu! Das scheint die Docks sein. Anlegestelle. Yo. AKA Docks. Dann schwimmen wir mal gemütlich irgendwo hin, wo wir uns sicher fühlen können. Hier so. Dieses Schloss ist doch größer, als man glaubt. Aber gut, das kriegen wir jetzt auch noch gebacken. Hallo! Oh, scheiße. Warte mal, ich ziehe mal mein Anti-Blitz-Gedönse an. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Da guckst du jetzt ein bisschen doof, ne? Ja, kacke gelaufen, Digga. Jetzt diest du hoffentlich gleich. Buff. Wer ist denn hier noch am Schießen? Da vorne ist noch einer. Mein Königsbogen zerbricht gleich. Na, komm her. Wenn du im Wasser bist, kann ich nicht viel gegen dich ausrüsten. Das ausrichten. Ich würde gern klettern. Leute, und Spaß. Ich komme jetzt hier nicht weg, oder was? Heieiei. Das willst du! Wait a fucking second. Jetzt ist hier erstmal Ruhe im Karton, ja? So. Heieiei, was ist das ein Stress, du? Was ist das ein Stress hier in diesem Schloss? Da fühlst du dich nicht wohl, ne? Da fühlst du dich... Pfeile. Fühlst du dich echt nicht geborgen und zu Hause in diesem Schloss? Das ist ja schlimm, ist dieses Schloss. So, jetzt eben looten hier, dann wieder raus. Ja, sehr geil. Okay, da oben eiert noch einer rum. Ganz da hinten. Da ist auch noch ein Schwert, ein Feuerschwert. Wir gleich mal gucken, was das soll, dass das da ist. Irgendein Reason wird das schon haben. Ansonsten irgendwas Magnetmodul-Ansaugmäßiges hier. Da haben wir doch was. Guck mal. Lass uns erstmal gucken, was in dieser Kiste da ist. In dieser Magnetmodul-Ansaugkiste. Und ich krieg dich. So. Gucken wir doch mal. Gucken wir nach hoch hier, du. Ist wieder keine Ex-Kiste. Es gibt auf jeden Fall auch noch Klamotten hier in diesem Ding. Zwei Stück noch. Oh, Kohle kommt rein. Das ist doch schön. So, hier ist so ein Ding. Da können wir eben mal ein bisschen Eis runter machen. Gucken, was da drin ist. Wahrscheinlich ein Apfel oder Pfeile. Oh, das ist nicht schlecht. Also langsam erhöht sich unsere antike Pfeile-Kiste. Ich heb's aber erstmal noch auf, weil wir kommen momentan ja auch so weiter. Man muss sie ja nicht aufopfern, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. So, warte, jetzt gehen wir erstmal zu dem Arsch da. Nein, Waffe wollte ich wechseln. Danke. Und auf den Monsterschwert. Oh, was machst du, Link? Try! He is dead. Okay, hier ist so ein großes Feuerschwert. Habe ich sowas im Pedo? Ich glaube ja. Meins hat auch mehr Haltbarkeit, insofern behalte ich meins. Ich weiß noch nicht, wofür es ist, aber wir werden es schon noch rausfinden. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir irgendwo gleich irgendwas anzünden, damit sich der Schrein eröffnet. Wahrscheinlich da oben gleich schon direkt. Ja, schon wieder den falschen Knopf. Was ist denn los, Fuchs? Was ist denn los mit dir heute? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, wir sehen gar nicht so gut aus. Wir sollten mal was essen. Noch haben wir ja ein paar Gerichte, ne? Läuft noch. Feen haben wir, glaube ich, auch noch genug. Also, wir werden schon nicht verrecken. So, gucken wir uns mal weiter um. Haut das denn hin? Ja, wir sind unter der Erde. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ich glaube, hier ist das mit dem Schrein. Hier ist das. Warte, ich mache das schön mit dem Feuerpfeil. Das hat Stil. Ah, cool. Ja, schade. Er lebt ja aber leider erst bis da. Das ist fies, ne? Das hier ist fies, oder? Das ist auch hier für jetzt nichts, ne? Judy, ihr hört den Haaren krähen, ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen an dieser Stelle hier einen ganz kurzen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und gucken mal, was uns in diesem Schrein da erwartet, ne? Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.